Hey ihr Lieben, dieses Video hat ein sehr wichtiges Thema, denn es geht um Worte. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, Worte, ja, das ist ja nicht so schlimm, was man mal sagt, oder schlechte Worte, naja, es gibt Schlimmeres, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Worte für eine Macht haben. Und zwar möchte ich damit mal mit einem Bibelvers beginnen, der steht in 1. Petrus 3, Vers 10. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte seine Zunge vom Bösen zurück. Das ist ganz schön krass, denn wie oft sagen wir Sachen auch über uns oder über andere, die nicht wirklich toll sind. Wie zum Beispiel, oh, der ist ja so hässlich oder die stinkt oder es gibt so viele Sachen, die wir sagen, durch Tratschen, aber auch hinterm Rücken, genau, also durch Lästern. Aber auch ganz oft, dass, ich weiß nicht, manchmal habe ich aber auch das Problem und ich kenne auch einige andere, die haben einfach das Problem, dass sie über sich selber auch oft einfach Sachen sagen, die nicht gut sind. Zum Beispiel ganz schnell, ich bin überfordert. Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist nicht schlimm, aber wenn man das ein Leben lang ganz oft sagt, kann das einfach sein, dass wenn man mal erwachsen ist, also wenn man das jetzt zum Beispiel als Teenager sagt, dass man dann irgendwann wirklich mit der Situation so überfordert ist, dass man nicht mehr kann. Oder auch, wenn Eltern über ihre Kinder sagen, ja, aus dir wird eh nichts, ach, du kannst doch gar nichts, du bist zu dumm für alles. Das sind Flüche, die den Kindern aufgelegt werden. Und meistens wird aus den Kindern dann auch nichts. Aber wenn jemand sowas über euch sagt, könnt ihr das brechen. Also ihr könnt, das sind wirklich Flüche. Viele denken, Flüche existieren nicht, doch da irrt ihr euch, denn Flüche existieren wirklich. Und manche haben echte Flüche auf ihrem Leben. Aber das ist nicht das Thema. Einfach das, um das zu brechen. Könnt ihr einfach nur sagen, Satan, ich breche deine Macht über mich durch das Wort, was eben andere über mich gesagt haben. Und in Jesu mächtigen Namen und versiegle mich mit dem Blut Jesu Christi. Und dann könnt ihr gleich die Worte über eurem Leben entmachten. Und das ist super wichtig. Genau, und deshalb, ich bitte euch einfach, dass ihr über euch selber nichts Schlechtes sagt, aber auch über andere nicht. Und ich möchte euch dann noch eine ganz kurze Geschichte dazu erzählen, was ich in einem sehr spannenden Buch gelesen habe. Das heißt Übernatürlich Leben. Genau. Und da steht drin, ein Pastor wurde von jemandem angerufen. Und dieser Mann, der da angerufen hat, hat gesagt, der Herr hat mir sie aufs Herz gelegt, ich soll für sie beten. Und da hat der Pastor gesagt, sehr gut, dann machen Sie weiter damit. In der Nacht ruft dann der Mann an und sagt, oh Pastor, Pastor, ich muss wahrscheinlich ins Krankenhaus. Ich habe einen Verdacht auf einen Herzinfarkt. Sagt der Pastor, er sagt erstmal nichts. Und da zeigt ihm Gott, ja, der hat auch einen 300 Pfund schweren Mann auf seinem Herzen. Da ist nämlich diesem Mann, der zu dem Pastor gesagt hat, Gott hat mir sie aufs Herz gelegt, ein Fehler unterlaufen. Weil wenn wir sagen, aufs Herz, ist es falsch. Denn das ist nämlich der Grund für diesen Herzinfarkt da gewesen. Er hat Gott sei Dank keinen bekommen, weil der Pastor das gebrochen hat, diesen Fluch. Aber ihr müsst euch mal überlegen, was für eine Macht Worte haben. Deshalb wäre da an der Stelle gewesen, dass er hätte sagen sollen, Gott hat mir sie ins Herz gelegt. Und das ist super wichtig. Deshalb, ich bitte euch, achtet auf eure Worte. Sagt nichts Schlechtes über euch, sagt nichts Schlechtes über andere. Lästert nicht, tratscht nicht, denn es ist super ausschlaggebend für euer Leben. Genau, ich segne euch, dass ihr da wisst, was ihr in jeder Situation da anwenden müsst und dass ihr auch schlechte Worte meidet, denn die können euer Leben auch negativ beeinflussen. Und Gott segne euch und bis bald!